Chiara, schau mal. Sie machen ein Remake von uns. Ein Prequel über Mufasa? Was? Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo. Disney hatte ja über Nacht einige neue Filme und Serien angekündigt. Unter anderem soll es einige neue Star Wars Serien und einen Film geben. Es wird auch eine Ahsoka-Serie geben, ich bin gehypt! Ah! Und noch bei Marvel wird sich in Zukunft einiges tun. Allerdings gab es bei dieser Pressekonferenz natürlich auch wieder interessante Informationen für uns König der Löwen-Fans. So wurde die Fortsetzung zum König der Löwen-Remake, das 2019 erschienen ist, jetzt nochmal offiziell bestätigt. Ich hatte ja vor einer Zeit schon mal ein Video zu diesem ganzen Thema gemacht und es hat sich tatsächlich nicht wirklich viel verändert. Wir wissen nach wie vor noch nichts Genaueres zur Story, aber es gibt eine Neuigkeit. Der Legendary Hans Zimmer wird mit zwei anderen Filmkomponisten wieder für die Filmmusik von der Fortsetzung verantwortlich sein. Dieser hatte ja für den allerersten König der Löwen Film und für das König der Löwen Remake schon die Musik komponiert. In der Fortsetzung des Zeichentrickfilms von König der Löwen, Simbas Königreich, war er allerdings nicht dabei als Komponist. Das bedeutet, dass wir uns bei der Filmmusik zum Teil auf ganz neue Klänge freuen können. Wie auch schon im letzten Video erwähnt, wird die Story im Prequel und sich hauptsächlich mit Mufasa beschäftigen. Ich persönlich stehe in dem Film eher gespalten gegenüber. Denn wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß, bin ich ein großer Fan des zweiten Teils. Ich hätte mich also mega darauf gefreut, Chiara Kovusira und die anderen in einer Realverfilmung zu sehen. Außerdem feiere ich die Filmmusik von dem zweiten Teil auch total und hätte mich da auch gefreut, wenn man die im Remake eventuell etwas aufgepeppt wiedergehört hätte. Auf der anderen Seite freue ich mich schon noch irgendwie auf etwas ganz Neues zu stoßen. Ich meine, würde es ein Remake zum zweiten Teil werden, würden wir ja ganz genau wissen, was passiert. Und so können wir uns auf eine neue Story, möglicherweise neue Charaktere und noch auf eine ganz neue Filmmusik freuen. Und solange es nicht um das Gebrüll geht oder uns gezeigt wird, wie Scar durch Schlangengift böse wird, kann es eigentlich nicht wirklich schlimm werden. Aber hier würde mich wieder eure Meinung interessieren. Freut ihr euch auf das Remake? Und worum glaubt ihr, könnte es gehen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit diesem kurzen Infovideo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!